Heute füllen wir mal dem Art D-Shine Crystal Graphene Wax auf den Zahn. Hier vorne auf dem Motorhaube habe ich es ja drauf, auf der Beifahrerseite. Und das habe ich nicht ohne Grund gemacht. Erstens mal wollte ich das euch hier beim ersten Mal zeigen, wie das funktioniert von Anwendung her. Dann haben wir es ja auch hier auf der Seite noch im Langzeittest. Und ich habe es hier vorne drauf gemacht, um einen Belastungstest zu starten. Ich habe diesen Test auch schon mit dem NeoWax Nummer 2 gemacht. Falls das Video schon online ist, schaut es euch gerne schon an. Ich verlinke es an der Oberseite. Und jetzt mache ich den Test genau gleich mit dem Graphene Wax. Das heißt, Stufe 1, erstmal mit dem Hochdruckreiniger abstrahlen, den ganzen Staub runter zu machen. Schauen wir uns das Abhärverhalten vorher an. Dann kommt eine Runde Rich Foam Shampoo. Im Anschluss klären wir auch hier die Frage, wenn das noch gut abhärt, kann ein Quick Detailer die Leistung verschlechtern, was das Abhärverhalten angeht und auch die Schmutzanhaftung, weil wir haben beim NeoWax, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, Spoiler an der Stelle, es ist nach dieser einen Woche beim NeoWax nicht viel Staub und Dreck drauf gewesen, weil einfach das Wax alles abstößt und wir hatten schon wieder jede Menge Regentage. Und deswegen werden wir mal schauen, wie das aussieht. Kann so ein Quick Detailer die Leistung vermindern? Das wäre auch wieder ungünstig. Da müssen wir schauen, welchen Quick Detailer oder welches Sprühwachs legen wir oben drauf, damit wir die Leistung hier nicht verschlechtern. Probieren wir damit aus. Im Anschluss, auch hier nochmal für euch zur Erklärung, Liqui Moly Insektenentferner, pH-Wert 11 ungefähr. Leicht alkalisch oder sagen wir mal mittelalkalisch ist auf jeden Fall kein pH-Wert 14 oder so. Damit würde ich auch generell auf gar keine Lackversiegelung draufgehen mit einem Insektenentferner, der pH-Wert 14 hat. Der ist so ungefähr im Bereich von 11. Und am Ende kommt die Allrounder-Waffe, Meguiar's Wash Plus. Einfach ein absolut ein geiles Shampoo. Das sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach immer zu Hause haben, wenn es darum geht, irgendwas hier zu entfernen. Wachsreste, Versiegelungsreste, Sprühwachsreste, was auch immer, ist einfach ein absoluter Traum. Das ist so die Reihenfolge. Ich habe extra einen neuen Waschhandschuh genommen, weil im letzten hier drüben ist ja schon das Meguiar's Wash Plus drin. Deswegen nutzen wir den ganz frischen hier für das pH-neutrale Shampoo. Ich hoffe, die Erklärung war einleuchtend und jetzt legen wir los. Viel Spaß. Hier hat es vor uns schon ein bisschen Wasser drüber genebelt, weil ich ja hier drüben schon den Test mit dem NeoWax gedreht habe oder beziehungsweise den Belastungstest. Also hier ist jetzt nichts drauf, außer ein bisschen Spritzwasser von da drüben. Deswegen im ersten Schritt erstmal schauen, wie sieht es jetzt hier aus nach der Lauf- und Standzeit von der Fahrstrecke insgesamt. Und ich finde, das sieht eigentlich noch sehr, sehr gut aus. Wir haben hier ein paar kleine Perlen drauf, die ziehen sich auch relativ schnell zusammen. Hier muss ich noch erwähnen, hier ist natürlich kein Graphene-Wachs drauf. Nicht, dass ihr euch jetzt fragt, warum hier solche Flecken sind. Hier ist nichts drauf, nur bis zu der Kante. Sieht eigentlich von oben nach unten relativ gut aus. Ich sprühe noch einmal kurz drüber. Ablaufverhalten, finde ich, ist jetzt vor der Wäsche nicht so stark wie beim NeoWax, weil wir haben von oben nach unten überall solche Wasserperlen. Jetzt waschen wir einmal pH-neutral drüber. Ich nehme hier ein bisschen was in meinen Waschhandschuh. So nach Switchform-Shampoo. Da hast du hier ein bisschen was drauf, damit das einweichen kann. Und genauso auch wie beim NeoWax haben wir hier eine Fläche, die trotzdem geschlossen ist, weil natürlich dieses Tensid und die Zusammensetzung des Shampoos dafür sorgt, dass das hier ein geschlossener Film ist. So, und jetzt waschen wir einmal drüber. Und ihr wisst, ich bin wie viele andere von euch auch ein, ja, bis jetzt Zweifler noch von diesen Graphene-Produkten, weil ich glaube nicht, dass die so massiv hier das ganze Thema beeinflussen werden in Zukunft, was die Lackversiegelung angeht. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Aber auch wie viele von euch, ich zweifle noch ein bisschen an dieser Wunderwaffe Graphene. Shampoo-Film reißt jetzt nicht auf und jetzt strahlen wir das mal ab. Mal schauen, wie es aussieht. Okay, was können wir festhalten? Abhärleistung hat sich für mein Empfinden ein bisschen gesteigert, aber wir haben doch schon so ein paar Tropfen, die etwas flacher sind. Wasserfilm reißt noch gut auf, aber wenn wir uns mal an das NeoWax zurückerinnern, was jetzt hier leider auf der Seite schon entfernt ist, da lief von oben nach unten ein Wassertropfen runter und der hat hier oben und auch hier unten keine Resttropfen zurückgelassen. Der hat halt eine super
glatte Oberfläche erzeugt, das Wachs. Aber hier beim Graphene, beim Artishine, haben wir überall schon Resttropfen drauf. Trotzdem, Beading. Und auch Sheeting relativ stark, aber nicht mehr auf dem starken Top-Niveau. Und das jetzt nach der Laufzeit ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Und das ist ja wie gesagt das Wachs. Die Coatings und so schauen wir uns ja noch an. So, jetzt gehen wir mal hier mit dem Quick Detailer drüber, nur über die Fläche hier unten. Das reicht eigentlich, das kleine Viereck. Wir können das auch schon gut beurteilen. Ich gehe nur hier unten drüber. Das ist so der Moment, wenn ihr zum Beispiel auf ein Treffen fahrt oder so und habt das Wachs drauf oder geht jetzt hier nach einer Wäsche nochmal so drüber, dann habt ihr jetzt hier den Detailer. Und jetzt ist die Frage, ob hier die Leistung des Detailers, des Graphene Wax, irgendwie negativ beeinflusst. Von der Lacklette her, hier oben ist ja auch trocken, ist das Graphene Wax genauso rau wie der Detailer. Also da gibt es irgendwie keine riesengroßen Unterschiede. Das beides ist jetzt nicht so der Hit. Oh, habt ihr das gesehen? Hier ist ein Tropfen runtergelaufen und er hat schon Restperlen draufgelassen. Schauen wir uns mal an. Deutlich. Ihr habt immer hier dieses Wasservereck gesehen, auch die Perlen, die jetzt hier drüber rauschen, lassen hier viel, viel Wasser zurück, viele, viele Resttropfen. Sehen wir jetzt hier nochmal schön. Also ich muss ganz klar sagen, auch mit dem Detailer, wenn ihr hier auf dieses Graphene-Wachs drauf geht, vor allem wenn das noch relativ stark ist, dann mindert ihr euch die Leistung. Das heißt, es legt sich oben drauf und mindert sozusagen diese Abwehrleistung. Deswegen auch hier bedenkt, wenn ihr hier so ein Produkt nutzt, schaut, dass euer Quick Detailer oder euer Spraywax zum Beispiel wenigstens genauso stark hydrophob ist wie die Oberfläche, die ihr als Grundbasis habt. Sonst macht es euch eigentlich kontraproduktiv kaputt. Jetzt gehen wir mal ungefähr bis hier oben hin. Ich mache mir hier so einen kleinen Strich. Bis hier oben hin machen wir jetzt Insektenentferner drauf. Ich sprühe mal ein bisschen von hier oben. Hat super funktioniert, genau bis hierher. Hier oben nehmen wir dann noch die Referenz. Und jetzt wird es natürlich super spannend. Wie reagiert so ein Graphene Wax auf so einen pH-Wert um die 11 rum bei so einem Insektenentferner? Vor allem im Sommer dann, wenn ihr so ein Graphene Wax drauf habt, ihr habt Insekten drauf, macht Insektenentferner drauf, weil ihr die entfernen wollt. Und warten wir mal 3 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. 3,5 Minuten sind vorbei. Strahlen wir das mal ab. Ich strahle es wieder von oben nach unten ab, damit wir hier oben die Fläche nicht negativ beeinflussen. So, jetzt kann das Graphen zeigen, was es drauf hat, oder? Also deutlich. Was passiert mit dem Quick Detailer, wenn ein Insektenentferner draufkommt? Der ist komplett tot, also könnt ihr voll vergessen. Insgesamt muss ich sagen, hat sich die Leistung generell von auch hier oben echt verringert. Das sehen wir auch daran, dass hier oben die Tropfen dann anfangen, deutliche Bahnen auszubilden. Hier oben liegt nichts groß drauf und hier nach unten wird es immer mehr. Und hier haben wir auch diese Ablaufbahn. Wir schauen nochmal. Ja, auch hier, seht ihr das? Es ist halt einfach so ein Bereich. Es schwächelt halt jetzt schon mit diesen Insektenentferner, pH-Wert 11. Also da, Graphene, sorry, da hätte ich mir von dem Wachs echt mehr erwartet, weil der Preis auch relativ heftig ist. Und erinnert euch an das Auftragen, ey, das ist absolut nicht einsteigerfreundlich. Das habe ich ja schon im ersten Video, glaube ich, hoffentlich gesagt, aber im zweiten spätestens beim Langzeittest. Aber hier sage ich es jetzt nochmal, es ist für das einfach noch nicht das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit Meguiar's Wash Plus drüber gehen, wo ist mein Handschuh? Hier. Hier ist noch Meguiar's Wash Plus vom letzten Mal drin. Ich will jetzt nicht noch mehr hier reinmachen, weil das reicht noch völlig aus. Ihr werdet gleich sehen, das schäumt auch schön auf wieder. Ja, genau, perfekt. Also hier, ich gehe jetzt gleich über alles nochmal drüber, weil ich die Haube noch für andere Tests brauche. Und damit habe ich die auch dann wieder schön gestrippt von allem, was hier drauf war. Wenn es funktioniert, ich weiß es nicht. Aber Meguiar's Wash Plus hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Komm, Baby, du schaffst das hier.
Ich mache jetzt auch keinen Riesendruck. Ich drücke nur ganz, ganz leicht. Ich lege sozusagen die Hand hier als Gewicht und ja, ein bisschen, aber nicht dolle. So, 2, 3, 4 Bahnen. Und jetzt kann das Graphene mal zeigen, was es kann. Was sagt ihr? Eure Vermutung? Meine Vermutung, es ist runter. Jetzt müsste eigentlich nur noch der polierte Lack zum Vorschein kommen. Ja. Wenn Lack immer poliert ist und sauber ist, sieht er so aus. Dann haben wir ein unheimlich starkes Sheeting. Traumhaft, oder? Aber leider ist das nicht so ein Zustand. Ihr müsst immer davon ausgehen, hier, wenn hier Schmutz drauf ist und der haftet jetzt hier unheimlich gut. Wir haben jetzt eine unbehandelte Lackoberfläche. Wenn hier ein bisschen Staub drauf ist, ist dieses Sheeting, was ihr jetzt gerade gesehen habt, nicht mehr da. Ist ja jetzt nur top gewaschen. Und ja, okay, ich glaube, hätte ich jetzt gewettet, hätte ich gewonnen. Ist komplett runter. Ist auch nichts mehr von diesem Abperlverhalten zu sehen. Ganz, ganz flacher Tropfen, nur halt der saubere, polierte Lack. Also auch eins kann man hier sagen, auch so ein Artischein Graphene Wax ist keine Wunderwaffe oder beziehungsweise noch nicht. Es wird ja vielleicht in Zukunft auch 2020 noch weitere Produkte mit Graphenanteil geben und vielleicht performen die noch ein Stück besser. Jetzt gilt es daran, ein besseres Produkt auf den Markt zu bringen. Und da bin ich echt gespannt, was sich die Hersteller in Zukunft einfallen lassen. Also bis hierher muss ich ganz klar sagen, das Wachs hat nach pH-neutralen Wäsche auf jeden Fall standgehalten. Und da hat man auch gesehen, dass diese oberste Staubschicht wieder runter war und da hat das Abhellverhalten noch ein bisschen zugenommen. Trotzdem, bei Quick Detailer haben wir wieder gesehen, wenn ihr einen Quick Detailer drauflegt, der schlechter performt als die Versiegelung selber, ist das kontraproduktiv. Habt ihr ganz klar gesehen. Im Anschluss war dann hier der Insektenentferner drauf und der hat dann schon richtig, wirklich angegriffen, ganz klar. Und das mit pH-Wert 11. Da haben wir noch nicht mal sowas wie Green Star oder so eingesetzt. Okay, hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Und Meguiar's Wash Plus, volle Kanone, runtergerissen ohne Ende. Jetzt haben wir wieder den normalen sauberen Lack. Jetzt kann ich den eigentlich fast schon wieder nochmal entfetten mit Isopropanol und kann hier wieder das nächste Produkt drauflegen. Also schöne, schöne Sache in dem Punkt. Aber für das Artischein ist es nicht unbedingt positiv. Aber bis jetzt hatte ich noch keinen Paste Wax, auch wenn das so ein bisschen gelartig ist, das Artischein, was hier das Meguiar's Wash Plus ja, Paroli bieten konnte. Auch zum Beispiel das Neowax konnte da nicht standhalten. Das ist einfach eine mega starke Waffe. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil das Artischein schon deutlich eher angefangen hat zu schwächeln. Auch schon jetzt nach der Standzeit, nach der Fahrzeit war es schon deutlich schwächer. Ist ja hier an der Seite immer noch im Langzeittest, gebe ich euch auch in nächster Zeit wieder ein Update. Aber auf der Haube haben wir ganz klar gesehen, gegen solche Kontrahenten wird es im Sommer schwierig. Und ein letzter wichtiger Punkt. Und das ist folgende Situation. Stellt euch vor, ihr macht das im Sommer drauf, hat gut funktioniert. Fahrt 2, 3 Wochen und fahrt dann an die SB-Box. Warum? Weil ihr viele Insektenreste drauf habt. Nehmt einen leicht alkalischen Insektenentferner und löst euch hier so viel an, dass die ganze heikle Arbeit, und bei dem Wachs ist es wirklich heikel, ihr macht euch nur Stress damit. Und das ist so ein Punkt. Von meiner Seite aus, für das Wachs, erstmal bei der Belastbarkeit nicht unbedingt eine Empfehlung. Auf keinen Fall, muss man ganz klar sagen. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn ich hier weiter nur pH-neutral wasche, wie sich es da entwickelt. Aber hier mit diesen belastenden Gegnern wird es schon schwierig. Und deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war interessant auch für euch. Viele wollen ja immer auch diese Belastungstests sehen, deswegen mache ich das gern für euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank, auch wenn ihr mir hier da für die Arbeit einen Daumen nach oben da lasst. Und Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Test, beim nächsten Produkt wieder. Haut rein. Ciao.